Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge The Binding of Isaac Repentance. Oh boy. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was wir heute spielen. Gestern war ich ja wieder im Stream live und da haben wir das Stream-File ein bisschen bearbeitet und haben zum Beispiel, Painted Cain freigeschaltet. Und oh boy, ist das eine Bitch. Sehr, sehr interessant. Auch irgendwo spaßig. Vor allem mit dieser Mod, die wir haben. Sehr cool, aber auch sau schwer. Aber da sind wir noch nicht, ne? Wir sind jetzt hier. Und wir haben bis jetzt nur Tainted Isaac und Tainted Lilith. Und ich bin jetzt die ganze Zeit wirklich am Überlegen, was wir jetzt spielen wollen. Ich habe nämlich eigentlich auch richtig Bock auf einen Lost Run. Gleichzeitig habe ich übel Bock auch mal wieder auf Forgotten, weil Forgotten echt immer noch einer meiner Lieblingscharacters. Ich feiere den. Tainted Lilith hätte ich auch Bock, wieder mal eine Runde zu spielen. Haben wir auch noch ganz wenig erst mitgemacht. Sogar nur den Redia-Mode. Aber auf der anderen Seite habe ich auch Bock, immer noch die coolen Items freizuschalten. Mit Lilith zum Beispiel. C-Section hieß das doch, ne? Genau, C-Section, in dem wir Beast besiegen. Ja. Aber letztes Mal nicht geschafft. Und ich glaube, das ist halt aber auch ein Item, was sich halt einfach lohnt zu holen. Also wir haben ja mit Arschloch und Drecksau hier einiges geschafft schon. Haben Rock Bottom und Democles unlocked. Das ist schon mal nice. Aber weiß ich nicht, C-Section wird mir immer und immer wieder empfohlen. Meine Frau feiert das Item auch mega. Ich glaube, wir machen das. Wir holen uns heute mal Lilith. Wir versuchen zum Boss Rush zu kommen. Das haben wir nämlich auch noch nicht gemacht mit ihr. Und dann vielleicht sogar Beast zu legen, ne? Ja, geht gut los hier. Geil. Ja, ich bin jetzt noch gar nicht warm gespielt. Aber das kriegen wir hin, ey. Ja, gestern, also on stream, war auf jeden Fall lustig, ey. War cool, dass ihr alle mit dabei wart, die da waren. Ich finde das auch irgendwie ganz witzig, diese Umfragen, ne? Also, am Anfang von einem Run können die Leute dann immer abstimmen und Kanalpunkte wetten, ob der Run ein Win oder ein Lose wird. Und das gibt dem Ganzen nochmal so einen ganz anderen Spice. Wisst ihr, wie ich meine? Ich finde das geil. Ich finde das sehr, sehr spaßig. Oh, das war sehr, sehr knapp. Oh, Mann, ey. Hör doch auf hier mit deinen Spawnereien. Bitte. Ja, ansonsten, oh, heute ist Montag. Ich hoffe, ihr hattet alle ein wunderschönes Wochenende. Und eine nicht allzu stressige Woche jetzt vor euch. Denn so muss es sein, ne? Der Montag ist doch auch eigentlich nur ein Tag, ey. Der kann doch auch nichts dafür. Er kann doch nichts dafür, dass er der Erste in der Reihe ist. Ich meine, was Wochenende angeht, ist so eine Frechheit hier. Was das Wochenende angeht, ist ja eigentlich, feiern ja viele den Sonntag, ne? Aber nein. Also der Freitag wird halt immer heftig gefeiert. Alle sagen immer, hey, hoch die Hände, Wochenende, Freitag, was los? Oder eben Sonntag, ne? Aber ganz ehrlich, der unbesungene Held ist halt eigentlich doch, das ist doch ganz klar, ist doch der Samstag, oder? Weil mal ganz im Ernst, Samstag ist der einzige Tag, wo du... Gehen wir jetzt mal davon aus, die Leute, die halt am Wochenende nicht arbeiten müssen, die können da ausschlafen und abends so lange wach bleiben, wie sie wollen, weil Sonntag ja auch noch frei ist, ne? Kann man halt auspennen. Sonntag, das hab ich zum Beispiel immer schon, da wache ich morgens auf oder mittags, je nachdem, und denk mir dann, das ist schon wieder alles vorbei hier. Heute muss ich wieder früh ins Bett, weil morgen geht's weiter. Der ganze Sonntag ist eigentlich, der ist nicht zum Genießen da, der ist nur... Dafür da, um den Samstag auszukurieren. Ja, ich bin auf jeden Fall Team Samstag, ey. Team Samstag for the win. Und ein Keybagger, das ist doch schon wieder alles, das ist doch kacke hier. Aber wisst ihr, was wir noch nie hatten? Da steht ja andauernd diese Super-Bum-Transformation, wenn man alle drei Bums hat, ne? Vielleicht kriegen wir das ja mal. Wenn wir überhaupt den ersten Floor hier überleben sollten. Momentan sieht das nicht allzu gut aus. So. Ah, hier hinschießen bitte. Ja, passt. Ah, ein bisschen noch. Streng dich an. Komm rum. Ja, die Typen sind echt die größte Frechheit, ne? Ah, yeah, danke. Oh. Gut, ich hätte zwar natürlich lieber jetzt ein paar Soul Hearts, aber Small Rock. Tears up und Damage up. Speed down, aber was soll's. Ja, ist doch nice, ey. Ist doch schon mal nice. Ich frage mich die ganze Zeit, ob wir den... Die beim vielleicht lieber nicht hätten leben sollen. Weil. Naja, wenn wir den verdoppeln mit dieser Kiste da.
Eine Box of Friends. Ich weiß halt nicht, ob das so geil ist. Gerade jetzt, wenn ich an Boss Rush denke. Und wir aus irgendwelchen Gründen, wir droppen da irgendwelche Schlüssel oder so. Die klaut er dann alle weg. Und dann gibt es nicht mal ein Payout, weil es zwei sind oder so. Ja, passt schon, ne? Das passt schon. Irgendwie wird das schon passen. La 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 la. Ja, Mother haben wir mit ihr ja auch noch gar nicht. Mit ihr haben wir eigentlich, mit ihr haben wir noch. Doch, Hasch und Delirium auf jeden Fall schon. Also das ist doch, doch schon gut. Das ist gut. Ah, gut was geschafft schon mit ihr. Eieiei. Und keine Bombe hier für den Tinted Rock. Ich kotz. Das ist aber schon ganz gut. Also sehr praktisch auf jeden Fall. Sag mal, wo sind die Secret Rooms? Da ist einer. Keine Bombe, ne? Es ist eine Frechheit. Meh. Im Shop vielleicht. Liegt da so random einer rum? Wir wissen es nicht. Wir werden es auch niemals erfahren. Doch, wir haben es erfahren, aber da ist nichts. Oh nee, das kann doch jetzt nicht sein. Und nur ein Herz, ey. Mhm. Na, mal gucken. Vielleicht kriegen wir genug Geld für eine Bombe. Wir wollen ja halt aber auch in den Boss Rush, ne? Also ein bisschen beeilen sollten wir uns. Die Asslings, ey. Da mache ich das hier, weil die könnten einen ganz schön überraschen. Genau so. Und ich glaube, die machen Full Hard Damage. Nein, machen sie nicht. Aber das ist eigentlich auch egal, weil ich bin eh gleich Repikowski. Ja. Oh. Oh, Heilung, ey. Das ist doch so schön. Ich nehme mal erstmal das hier. Oh boy. Okay, Larry. Larry Junior und Larry Senior. Das ist ja noch in Ordnung. Hoffe ich. Ja, ich habe übrigens jetzt im Stream gestern, weil ich mich verklickt habe, rausgefunden, wie wir in dieses Config-Menü von den Mods kommen. Um ein paar Sachen einzustellen. Hier. Das ist der Knopf, der ist hier hinten bei mir. Und da bin ich versehentlich gegengekommen und auf einmal kam das hier und ich dachte, was geht denn jetzt ab? Aber hier kann ich die einzelnen Mods halt nochmal einstellen, ne? Was ich jetzt zum Beispiel die Wave-Counter-Mod, welche Farbe das hat und wo sich das dann befindet. Door-Outlines, da kann ich einstellen wie... Oh, warte mal, das habe ich noch gar nicht angeguckt. Warte mal, ich... Enables oder disables the mod? Okay, das ist klar. Opacity, also wie hell die sind, wie gut man die sehen kann. Und bei Large Rooms Only... Only displays door outlines in larger rooms. Requires leaving and re-entering the room. Mhm. Okay. Kein Plan. Ich dachte, man kann da vielleicht einstellen, dass nur die roten angezeigt werden oder so. Egal. Naja, das ist es auf jeden Fall. Ganz interessant. Ach ja, wir haben unseren Devil hier verschissen, weil wir Damage bekommen haben. Wir sind schon mal 6 Minuten, ey. Oh, kriegen wir noch 1 Euro für die Bombe? Weil das wäre schon geil jetzt, oh, das ist ja richtig gemein. Ein bisschen Protection zu haben für den nächsten Floor, ne? Na, ich glaube, es sei uns nicht gegönnt. Ja, komm hier. Cursed Room, ey. Boss Rush wird wieder nichts. Ich sag's, wie es ist. Wir sind zu langsam. Egalodon. Oh. Ja? Ouch. Board of Steel. Ich nehme die draußen, falls es Board of Steel ist. Aber wir haben eine Bombe bekommen, das ist doch schon mal richtig saftig. Es ist Full Health. Okay, Secret Room oder Tinted Rock? Ich mach mal Tinted Rock, ne? Ja, okay, okay. Gut, gut, gut. Dann jetzt aber zacki, zacki, ey. Zacki, bumbaki. Razzif, patzi. Ah. Also sobald wir in den Boss Rush kommen mit Lilith, ist das eigentlich ein Win, weil man kann halt so viele Begleiter machen, das ist crazy. Gehe ich in den Ort Path? Müssen wir halt eigentlich nicht, ne? Aber wir wissen ja, wie es ist. Oh. Ich mach's, ey. Ich gehe in den Ort Path und nehme den Item Room nicht. Und dann haben wir schön wieder so ein bisschen Chance auf, Planetarium, ne? Ja, ja. Es gibt immer noch einige Planetarien-Items, die wir noch nicht gesehen haben. Hä? Das habe ich nicht gesehen. Was war da?
könnt ihr mal nicht da sein, ey. Egal wo, aber nicht da. Ah. Ist das eine Frechheit, ey. Das kostet alles Zeit. Das kostet doch alles nur unnötig viel Zeit. Rein mit euch ins Feuer, ey. Ach komm. Oh ne, die schießen doch diese Fliegen, oder? Und dann sind das auch noch Champions davon. Ja. Juhu, es ist so schön. Das Leben kann so schön sein. Weg. So. Boss Rush schaffen wir, ja oder nein? Was meint ihr jetzt? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Dieser Bait immer, ne? Ist geil. Moderationsschule und so. Ja. Die 100. Folge nähert sich aber in großen Schritten, ne? Wusstet ihr das? Und ich habe schon einige Ideen, was wir da machen. Ich habe auf jeden Fall Bock. Ich habe super viele Game Keys zum Beispiel. Ich möchte irgendwie so eine Art Giveaway machen. Da habe ich Lust drauf. Dann bin ich... Also habe ich halt eine Idee, was für ein Achievement wir uns an dem Tag versuchen zu holen. Wird halt ein bisschen eine längere Folge. Aber ich habe Bock drauf, ey. Ich habe Bock. Oh, nö. Was ist es? Na, Headdown ist doch so geil wieder. Es ist doch so wunderschön. Das war knapp. Ja? Ja? Okay. Wir leben. Leute, wir leben. Und noch haben wir hier keinen Hit bekommen. Oh, sheesh. Und Roid Rage, sehr gut. Speed und Range. Ja gut, Contract from Below ist ein Take. Ich glaube, wir haben nur noch ein einziges Soul Heart gerade, ne? Ich gehe dafür dann nochmal schnell, richtig schnell. Also so richtig, richtig schnell. Ja, das war eine Lüge. Okay, ich mach's von da, ne? Richtig, richtig schnell. Und hol mir den Secret Room wenigstens. Diddle. Oh. Ich glaube, ich habe nur noch ein halbes blaues, oder? Was ist das hier? Nochmal 2 Luck, Immune to Burn, Confusion, Fear and Poison. Okay, whatever. Bombe gönne ich mir. Okay. Oh Gott, ey. Jetzt bin ich mal gespannt, was wir für eine HP-Situation haben. Gehe ich in die Mines? Ich weiß es nicht. Ey, nee, habe ich eh nur eine Bombe. Okay, wieder in den normalen Path. Jetzt schön Planetarium attacken. 20%. Okay, wir haben 2 blaue Herzen. Das ist schon mal gut. Ist das nicht irgendeine Methode, noch in den Boss Rush reinzukommen, auch wenn man es zeitlich nicht schafft? Ach ja, mit Mama Mega, ne? Ich glaube, Mama Mega sprengt das einfach auf, zum Beispiel. Oh, nee. Ah, da oben war der Secret Room. Oh, ey, wir sind halt so schwach und so langsam und alles ist kacke hier. Oh, no. Come on! Ja? 11 Minuten schon, 11,5 sogar. Dang it! Nein! Sprengung? Naja. Wenn da auf der Map kein Planetarium zu sehen ist, dann haben wir auch keins, ne? Ich weiß gar nicht, warum ist uns die Map überhaupt aufgedeckt worden? Alter, Leute, wirklich. Dankeschön, das ist meins. Ja, warum sehen wir die Map? Ach so. Nee, ist Belanka Head? Das Belanka Head deckt dann doch nicht die Map auf. Der zeigt doch nur so ein paar Räume in der Nähe. Oder ist das, weil wir da schon lang gegangen sind? Nee. Oder? Doch, das wird sein. Hierophant, ja. Ja, doppelt, ey. Oh, Contract from Below. Ja. Okay, big. Ich fühle mich wieder safe. Okay, das dauert mir hier zu lange. Wir verdoppeln die Action hier. Da,
12,5 Minuten schon. Nee. Das ist die allergrößte Frechheit. Come on, come on. Und noch eine dicke Spinne, ne? Ja, war ja klar. Es ist auch so geil. Mäh? Ein Darky, Darky Bummy wäre ganz geil. Geil, die Miley oder die Daddy. Ich verspreche dir, Blockbaum, ich sag auch diesmal nicht nein zu dir. Wirklich, versprochen. Ja, versprochen. Ja, ja. Gut, nehmen wir das auch noch mit. Jetzt würde ich auch sogar mich in den Curse Room wagen. Oh, sind wir schwach? Warum sind wir denn so schwach? Ja, 5,1, also 5 Damage ist das schon mal. Das ist doch... Das darf doch nicht so schwach sein. Bitte. Ich hab doch keine Zeit. Dim, 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 dim. Oh, natürlich sind hier auch noch Gegner drin. Geil, geil. Meins, meins. Yo. Oh, Little Abaddon haben wir bekommen. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Oh mein Gott, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Aber der kommt da nicht an, der Bre, ey. Ein bisschen Bre schadet nicht. Nee. Von der Seite würden wir vielleicht ankommen, aber naja. Oh. Oh, ist das so weird. Das sind alles so Zeitfresserräume. Wir sind ja schon fast bei 5 Minuten. Drei Floors oder so haben wir noch vor uns. Oh Mann. Ja. Yeah. Nee. Come on, Little Abaddon. Abby, Alter. Yeah. Ah, das ist ja richtig geil, ey. Damit können wir ja... Oh, ja. Das ist ja big. Oh, Balls of Steel. Pheromones. Are you a wizard? Puberty. Okay, health up. Okay, okay, okay. Wollte hätte ich nicht nehmen müssen, aber naja. Dum, 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 dum. Wer ist es? Wer mag es sein? Frail? Okay, das ist ja easy going mit meinen beiden Abaddons. Ja, natürlich. Mach das. Oh mein Gott. Lilith hatte scheinbar nichts zum Frühstück. Das ist gut. Ja, mein Gott, ey. Sister Maggie, whatever. Whatever. Rein da. 15 Minuten. Wo sind wir jetzt? Oh, 2 Floors noch, ey. Das restartet den Floor. Gut, keine Zeit dafür. Ich pfeife jetzt auch auf den Schlüssel da. Obwohl, ich brauche den. Ich habe keinen. Nein. Nein. Oh, und Abby. Zack. Nee. Das wird nichts. Leute, das wird nichts. Ich riech das. Nein, oh. Ich kacke. Ich bin da reingeflutscht und jetzt ist es ein XL-Floor. Alrighty. Also schnell die Karte suchen und ab zum Boss. Dann haben wir doch wieder eine Chance. Wenn wir jetzt richtig laufen. Da ist Item Room. Egalodon erstmal. Erst die Mali, ey. Ja, auch sauschwach, ne? Man, ja, die Menge wird es im Bosswasch machen, aber... Speed down jetzt auch noch. Ich kann doch alles nicht mehr. Weh. Weh. Bam, bam. Ist hier richtig? Ja, gut, gut, gut. Mega nice. Wo ist der Skull? Bitte, gib mir den Skulli. Oh. Der explodiert doch, oder? Nee, macht er nicht. Ah.
Hier ist er nicht. Hier ist er nicht. Nein! Ich wollte mich einfach wieder raussprengen. Weißt, wie ich bin. Das ist der zweite Item Rune. Dann ist doch locker der Boss ganz woanders. Ja? Nein! Oh, oh, ist das ein Stress hier schon wieder. 17,5. Eigentlich ist das gute Zeit, aber es ist halt ein X11-Floor, ne? Es ist halt ein X11-Floor, also kann das sein, dass das schon längst viel zu spät ist. Item Room. Skippy Mippy, ey. Skippy Mippy Dippy. Bum Bippy. Was ist das? Lockdown, geil. Hier ist ein Tinted Rock. Oh, der ist geil auch. Ja. Meins. Alles meins. Und schnell weg. Schnell weg. Boss, ist der Boss hier unten? Yo. Beste Räume, das hier wieder. Ah. Ey, ich sterbe. Einfach weil ich viel zu schnell unterwegs bin hier gerade. Ich spiele viel zu sloppy. Aber ich will doch so gerne. Pheromones, ey, geh mir aus der Sonne, gib mir das. Ja. Ja. Wirklich, Little Abaddon hier ist das Einzige, was mir gerade Hoffnung gibt in meinem Leben. Oh. Weiter runter? Oh, nee. Aha. Es sind zu viele Boys, ey. Ich vergesse hier andauernd oder ich verwechsel immer. Mich selber mit denen halt. Joi. Weg mit dir, wo? Oh mein Gott, Alter, 19, 10 und wir müssen zwei Bosse legen. Mumsfoot und wer auch immer da jetzt kommt. Ey, hoffentlich irgendwas mit Segmenten, was wir schnell wegschmatzen können hier. Das ist doch ein Stress hier wieder. Mach das alles weg. 19, wir haben 30 Sekunden. 30 Sekunden, ey. Wir haben 20 Sekunden. Nein. Es wird nichts, ey. Mach das auf. Ah, wir machen viel zu wenig Damage, ey. Viel zu wenig. Oh, nee. Nee. Ist das eine Pein. Ja, jetzt sind wir halt auch HP-technisch. Ja. Das ist ja so richtig kacke jetzt, ne? Ein Hit und wir sind tot, weil wir ein verdammtes, stinkiges Rottenheart haben. Der Fuß soll aber bitte hier kommen, damit ich... Ja, genau das. Oh, das war close. Ja, Fuddy. Es ist doch alles so toll. Das war richtig knapp. Ach, schade. Schade, Marmelade. Egal. Egal, wir schaffen das trotzdem, oder? So, haben wir jetzt hier ein Planetarium oder nicht? Wahrscheinlich nicht. Ich würde mal in den Shop zuerst gehen. Jetzt haben wir ja Zeit, ne? Jetzt haben wir ewig viel Zeit. Schön in den Shop. Und ganz viele Soul Hearts einkaufen. Ja, ja. Ja. Weil es so geil ist. Ja. Okay. Wir leben. Wir sind One-Shot jetzt, ne? Wir sind einfach One-Shot. Was ist das hier? Alles Pheromones. Super geil. Wir können nicht zum Shop. Die Chance, dass die mich treffen, ist viel zu hoch. Das ist ja wohl eine Frechheit jetzt hier, oder was? Oh Mann. Oh nein, ey. Eine Hermit-Karte wäre es jetzt. Aber dann kommen wir auch nicht mehr raus. Äh.
Hankman? Könnt ihr mir helfen, darüber zu kommen? Weil ich dann am Rand lang fliegen kann, oder? Aber wir müssen auch wieder zurück. Ach, das ist ja so schwer, alles geil hier. Oh nein, ey. Oh nein. Was mache ich jetzt? Ich könnte halt links nochmal checken, ob da wirklich vielleicht ein Planetarium noch gespawnt ist. Weil es sieht so aus mit diesem extra Gang da. Aber ich bin halt einfach One-Shot, ne? Ich bin hier richtig schön One-Shotty. Gib mir Soul Hearts, bitte. Ah, da kommt nur ein Self-Sacrifice-Room. Dang. Ich meine, von dem großen Raum könnte noch was abgehen. Oder halt hier unten oder so. Er wird uns töten, oder? Natürlich, nee. Ich weiß nicht. Oh. Ja, eine prekäre Lage. Aber irgendwie mogeln wir uns doch locker wieder raus hier, oder? Irgendwie machen wir das. Die sind viel zu schnell. Hi. Ja. Increases Fart Size. Geil. Genau das, was ich jetzt brauche. Oh. Tod und Verderben in diesem Raum. Einfach Tod und Verderben. Aber hier scheint auch kein Planetarium zu sein, also... Nein, danke. Nein, os dankos. Nur 4 Bomben. Hä? Okay, ich musste es tun, ey. Ich wäre gestorben. Ich wäre gestorben. Oh. Oh. Hört doch alle auf zu leben. Scheiße, ich auf Planetarium und gehe da einfach rein, ja, ne? Ich glaube, ich hole mir den. Ich muss. Oh, ist das kacke. Oh nein. Ja, ich hole mir die jetzt. Also 40% Chance, ja, dann ist es jetzt halt so, ne? Oh Gott. Ach ja, ich kann ja gar nicht fliegen. Jetzt laufen wir einfach rum wie Lost ohne Holy Mantle. Ohne fliegen zu können. Also wirklich. Die lächerlichsten Items hier am Start. Yo, dann wollen wir mal, ne? Dann wollen wir mal. Warte mal, ich kann das doch aufsprengen, oder? Spare ich mir denn das Polaroid? Dann hätte ich ja auch einfach easy das Negative nehmen können, wegen Damage Up und so. Aber eigentlich müsste das doch gehen. Mhm. Liegt am Trinket. Schade, das mit dem Shop tut weh, ne? Aber... Gut, dann gucken wir mal, wie weit wir kommen. Gehenna auch noch, na klar. Natürlich. Das könnte mir ein HP abgeben, ne? Aber auch richtig abartige Bosse. Warte mal, steht da, was es mir geben würde? Key und Speed. Super. Oh, das ist ein schöner Raum. Der gefällt mir gut. Oh nein, das war doch aber so... Warum? Warum? Sagt es mir bitte. Warum? So. Wir sind bei 29,27. Wir sind unter 30 Minuten. Das heißt, wir machen noch eine Runde, oder? Na klar, rein da. Jetzt läuft das aber auch besser. Diesmal kriegt ihr sogar ein Seed von mir. 2GEJAS34. Ja, das ist die Rule 34, ne? Ich sag's immer wieder. So, war ein scheiß Run. Wir hatten kackige Items. Obwohl wir perfekt gespielt haben, natürlich. Ist auch ganz logisch. Kein Fehler gemacht. Nicht einen einzigen. Nie getroffen worden. Nur von den Items gescammt. Ja, so war das. Wenn der blaue zuerst stirbt, wäre ganz cool, ja. Weil der wird doch zu so einem Häufchen Elend, ne? Genau. Zacki, bumm, bucki. So. Machen wir es jetzt von vornherein professionell und skippen alle Item-Rooms? Ich glaube, ja. Ich glaube, so machen wir das. So erhöhen wir die Chance, dass früher ein Planetarium kommt und wir dann auch früher anfangen können, Items zu nehmen. Ja. Klingt super smart, oder?
Und so gerne ich in den Curse Room rein wollen würde, glaube ich, lasse es aufgrund von HP-Mangel. La 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 la. Und Rainer. Ja, 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 ja. Dingel, dengel, dangel, dongel, dungel. Yo. Und das alles nur für ein verkacktes Item, ne? Ein einziges Item wollen wir uns holen. Und dafür machen wir all das hier. Zack, zack, zack. Will ich den großen Raum noch? Ne, wir wollen ja Boss Rush, ne? Dann gehen wir einfach weiter, weil ich habe keinen Schlüssel, um da reinzugehen. Ne, dann machen wir das. Vielleicht schaffen wir ja Boss Rush sogar. Mit Sicherheit schaffen wir das. So, schreibt jetzt in die Kommentare, weißt du, schafft er das oder schafft er es nicht? Aber schreibt eine 1 oder eine 2 davor, damit ich weiß, ob ihr die erste oder zweite Ansage meint. Moderationsschule. Oh, ist das schlecht. Come on. Ja? Tschüss, Item, tschüss, tschüss. Vielleicht haben wir jetzt hier sogar schon ein Planetarium. Das wäre natürlich richtig big. Und ich würde super gerne Soul, S-O-L, das würde ich gerne mal haben hier. Hatte ich bis jetzt nur einmal auf der Playstation, ne, am Wochenende. Was habe ich am Stream erzählt? Gar nicht hier, ne? Na egal. Am Wochenende hatte ich Besuch, da war ein Kumpel da. Oh, und ich habe ihm ein bisschen Isaac gezeigt, also Repentance. Oh. Naja, und da hatten wir Soul und das war ein cooles Item, also war interessant. Come on! Ah, ja, doch, das ist gut. Das ist gut. Weil mein Aim mit diesen Dingern hier ist halt super schlecht. Und das wird uns helfen. Ja, 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 das hilft. Ich spüre es jetzt schon. Okay, bis jetzt noch keinen Hit kassiert. Pup, mach den Pup, mach den Pup. Okay. Planetarium könnte da links sein, ne? Oh, ich muss schnell gucken, weil sonst ist das ja alles den Arsch hier. Hoppala. Ein bisschen die Zeit im Auge behalten, das wäre ganz wichtig. Aber 3 Minuten und wir sind jetzt fast mit Floor 2 schon fertig. Schon besser als beim ersten Mal. Schon um einiges besser. Okay, kein Planetarium hier. Alles klar. Naja, immerhin. Immerhin wissen wir es, ne? Gehe ich jetzt in den Curse Room, weil wir haben halt jetzt ein Blackheart on top. Ich glaube, ich mach's. Ja, Karten. Lovers. Nein, bringt nichts. Aktuell zumindest. Und hier Ace of Clubs. Na, dann komm, dann holen wir uns halt hier die Bombe. Na toll, ein Blackheart für eine Bombe. Nicht mein Lieblingsdeal, sag ich ganz ehrlich. Hm. Oh, ach nee, das ist das Trinket. Na dann, Monstro, okay. Das geht noch klar. Da, da, da. Tja. Planetarium, bitte. Und zwar jetzt. Oh, ja, stimmt, den gibt's ja auch noch. Oh mein Gott, ey. Mom's Knife und Brimstone und ich kann beides nicht nehmen. Hierophant, oh mein Gott, ich kann eins davon nehmen. Okay, lass mich kurz nachdenken. Oh, was ist denn gut? Was ist denn gut mit den beiden? Also mit den... mit diesen Begleitern, die wir haben. Ich glaube, Mom's Knife ist nicht so geil mit denen. Ich glaube, ich nehme Brimstone. Das ist ja wie Little Brim dann halt im Endeffekt. Ich glaube, Mom's Knife war wirklich nicht so gut mit denen. Irgendwas war da früher. Ob es jetzt immer noch so ist, keine Ahnung, aber früher war das so. Hat nicht gut funktioniert mit Mom's Knife. Na gut, aber Brimstone. Good stuff. Und ein Drittel Guppy, ein Drittel Guppy. Ein Drittel, Leviathan. Und das heißt, wir könnten. Oh, das funktioniert sogar mit Brimstone, diese 30D. Boah, das Trinket funktioniert mit Brimstone. Guckt euch das mal an, das ist ja so geil. Yo! Ist ja wie Spoonbender.
Chariot. Okay, scheiß auf euch, ey. Schön reingecharriotet. Und wieder Zeit gespart. Ja. Oh, das ist richtig cool. Damn. Damn. Ja, ja, ja. Okay. Komm, gönn mir die 41er Planetarien-Action jetzt hier, bitte. Bitte. Was wollt ihr machen, ey? Was wollt ihr eigentlich machen? Hä? Brrt. Ja. Gut. Das läuft doch schon wesentlich besser als der letzte Run, oder? Der letzte Run war auch eine Frechheit. Easy. So, wir skippen den trotzdem. Wir schauen mal, ob wir hier irgendwo ein richtig saftiges Aquarium, Planetarium haben. Wir haben halt auch gerade nur 2 Soul Hearts am Start, ne? Ein bisschen aufpassen. Okay. Oh, wie unfair. Ja, das war ein Black Heart gerade, ne? Shop, gönn ich. Nix. Bitte. Ace of Clubs schon wieder. Nee. Balls of Steel? Ach, kein Geld. Klar. Na klar. Oh Mann. Gut. Alles ist Wölkchen. Boah, das ist ja so geil. Was bimmst du mit diesem Trinket? Damn. Nicht gedacht. Mach doch bitte auf. Und kein Planetarium wieder. Es ist wirklich, also an Frechheit, nicht zu übertreffen. Wir machen halt einfach gar kein Damage, ne? Oh. Aber gut, wir haben halt auch noch Base Damage. Achso, und wir können ja vielleicht auch nochmal verdoppeln, ne? Kein Deal, na gut. Ich hoffe, das wird sich lohnen, dass wir die ganzen Item Rooms bis jetzt skippen, ne? So, jetzt 61% Chance. Ja, da ist er doch. Es ist Luna schon wieder. Goddammit. Was? Dahinter der Secret Room? Okay. Something's wrong. Gut. Magic Mush bitte und Arki, das wäre ganz geil. Bin man nämlich auch, Mann. Danke. Okay, jetzt können wir endlich mal unsere Item Rooms wieder nehmen. Wo sind wir überhaupt? Das sieht aus, als wäre gerade mal der zweite Floor oder so. Zeittechnisch 8 Minuten. Geht klar. Glaube ich. Ist doch jetzt schon der vierte Floor, oder? Das heißt, 2 Floors kommen noch. Alter. Wir brauchen Damage. Damagio. Ah, pass mal auf, wie glorreich die Item Rooms in diesem Run werden jetzt. Oh. Oder wir sterben einfach wieder elendig. Komm. Oh, Tinted Rock, bitte. Sei mein Held. Oh, du bist mein Held. Ja? Lovers? Nee. Warte mal, ich erhöhe mal meine Chance auf ein DL. Gar nichts gebracht, oder? Ich weiß es nicht. Oh, Boss Rush wird ja... Oh, Boss Rush. Oh, das wird, wenn wir das schaffen, da hinzukommen, das wird richtig wild. Der ganze Raum wird voll sein mit Brimstones, die sich alle irgendwie 90 Grad zu den Gegnern hindrehen. Hm? Item Room haben wir, Cursed Room, egal jetzt, weiter. Mega. Na.
Das Trinket ist halt wirklich einfach perfekt. Es ist ja so geil. Oh, bitte irgendwas, was mir Black Hearts gibt. Traurigkeit. Egal. Noch sind wir nicht aus dem Schneider. Wir haben nur zwei Herzileinchens. Oh, HP, geil. Okay, wir sind wieder bei unserem Base HP. Nur mit einem blauen statt einem Black Heart. Ja. Fühlt sich schon gut an hier. Und ja, mit Luna haben wir jetzt Secret Rooms und so. Ich glaube, waren das nicht sogar drei Secret Rooms? Das ist einer on top oder so? Ne, waren zwei. Aber einer von denen ist aufgedeckt. Wir hatten letztens nur drei, weil wir zusätzlich noch dieses Trinket hatten, ne? Ja, so war das, glaube ich. Aber immerhin wird einer angezeigt, der uns auch mal ein Tiers abgibt und so. Das ist schon gut. Alter, was ist denn mit der Controller, ne? So nervig. Merkt man aber halt auch nur bei Charged Items. Oh. Zeitlich sind wir bei 11 Minuten. Es ist easy going jetzt. Das ist jetzt easy going. Boss Rush zeittechnisch. Glaube ich. Hoffe ich. Sind die Rocky? Ank. Gut, da würden wir als Blue Baby respawnen. Naja. Ich glaube, im Blue Baby. Ja, stimmt, da waren wir ja auch noch nicht, ne? Dann ist zwar immer noch nicht das, was wir haben wollen, aber zumindest auch nicht verschwendet. Vielleicht kriegen wir, falls wir da verkacken, Tainted Blue Baby oder so. Und was auch immer er vom Beast bekommt, sollten wir das schaffen. Aber ich würde es schon gerne mit Lilith machen. Schon sehr, sehr gerne. Und richtig geil wäre natürlich das Item aus dem Shop, was dafür sorgt, dass wir keine Räume mehr zum Aufladen brauchen. Wie heißt das? 9 Volt oder so? 7 Volt? Irgendwie sowas. Bitte. Nee, aber more options. Geht das jetzt noch auf dem Rückweg für die anderen Item Rooms? Weil hier haben wir jetzt keine. Zumindest für einen Item Room wird es noch klappen. Naja. Wird da irgendwas gedroppt? Nein. Karte vielleicht? Temperance. Ja, nehme ich trotzdem mal mit. Ah, Stil? Okay. Oh, Gishy Mishy, der hat schon wieder so viel HP. Ja. Oh, ich freue mich jetzt schon auf den Bosswasch, ne? Das wird richtig abgefahren. Okay, dieses Mal, bitte. Oh mein Gott. Dark Bomb und Little Brim. Oh, das ist doch gut, oder? Oh, die haben verschiedene Charge-Zeiten, aber es ist gut. Jetzt haben wir sogar im Standard-Modus schon zwei Brimstones. Und ich suche jetzt noch mal ein paar Red Hearts für ihn, weil aktuell haben wir noch Zeit. Es kommt ja gleich der letzte Floor. Muddy quasi. Oh, danke dafür. Das ist doch ein Secret Room mehr. Das ist nämlich nicht der Super Secret Room. Und der andere auch nicht. Ja, ist ja gut. Da oben sind die Red Hearts gewesen, okay. Die hole ich mir noch kurz für Ducky. Und dann gehen wir weiter. 14 Minuten sind wir jetzt. Und HP-technisch schon wieder so ein bisschen wurstig unterwegs. Oh, das habe ich vorhin gar nicht genommen. Hoppala. Wie unangenehm. Ach ja, und Soul Heart geben die Dinger auch? Dang it. Oh, voll reingelatscht, ey.
Wie riesig er ist. Und wie riesig ich bin. So, egal. Weiter geht's. Hier kann ich durch, ne? Ja, war irgendwas im Shop? Ne, more options. Das haben wir geholt. Hier noch irgendwas Cooles? Nein. Weiter, Geider! Ja. Da sind wir. Ah, so. Och man, kann er auch mal mit den Bossen hier andauern? Oh, jetzt hier Brimstone-Action ohne Ende. Okay. Blackhearts bitte. Blackhearts bitte. Gut. Ja, das ist ja eine Frechheit, da komme ich ja gar nicht ran. Also nicht, dass ich das wollen würde, aber der Lichtschein halt, ne? Naja. So, Tinted Skull, wo bist du? Ich lass mal ein bisschen die Zeit an hier kurz, aber wir haben noch 4,5 Minuten. Oh ja, der kann rote Herzen droppen. Bitte tu es. Tu es doch für mich. Ja, Darky, gib ihm, ey. Darky, tu es. Oh, du bist einfach wirklich das Allergeilste, was hier rumläuft. Versuche ich den Lichtschein zu nehmen, ohne Cursed Eye zu bekommen? Ob das geht? Oh, geil! Ja, das war mir die Hangman-Karte jetzt wert. Weil das ist ja auch der... Ui! Hi! Naja. Also es ist halt auch der Boss-Rush jetzt gleich, ne? Und wenn wir dann Tears Up haben, schießen wir halt häufiger... Ach, schade. Gut. More Options. Ja, dann nehme ich den hier. Den verdoppeln wir halt auch. High Priestess. Warte, welche ist das? Ja, ich habe nämlich gesehen in der Bearbeitung von dem Video. Ich bin halt farbenblind, ne? Also die Farben von den Karten bringen mir gar nichts. Keine Ahnung. Das sehe ich nicht. Aber da war ein Fragezeichen hinter der Karte. Das war nicht High Priestess, sondern das war High Priestess Fragezeichen. Jetzt checke ich auch, warum wir die halt unlocked haben. Also da danke nochmal an die Kommentare. Das nehme ich. Daran kann ich dann zumindest erkennen, ist das so eine Arschloch-Mums-Hood-Karte, High Priestess, oder ist das die normale? Und das hier ist die normale. Die ist ja so normal. Sowas Normales hat die Welt noch nicht gesehen. Nein, auf jeden Fall den Wurm. Da ist meine Full Card. Oh. Was geht hier? The Fool und Judgment. Nee, dann natürlich den Fool, ne? Ah. Das sind halt nur Bosswasch überleben. Wir haben echt wenig. Oh. Ein Drittel Gabi. Jetzt ein HP, dann können wir das noch traden, ey. Was geht denn da oben ab? Kann ich nicht sehen. Oh, danke, Ducky. Oh, mua. Gib mir noch eins. Ich spreng das hier. Das ist mir alles. Also, ich brauche unbedingt Soul Hearts. Ich brauche Survivability. Es ist so wichtig. Ei. So, Super Secret Room. Super Secret Room. Ja, yeah, first try. Okay. Warte, hier kann ich nochmal reinsprengen. Geben eigentlich nur Geld, aber... Nee, doch. Oh, ja, schön. Ja. Alright, jetzt haben wir 2 Minuten. Blue Mom, natürlich ist es Blue Mom. Oha, kein Platz hier drin. Voll Fokus. Ich will halt nicht, dass sie mich trifft, weil das Full Hard Damage macht. Also, sobald wir im Boss Rush sind, glaube ich, kriegen wir das schon irgendwie geschissen. Es sei denn, dadurch, dass Mom's Foot jetzt ein Champion war, war das nicht so, dass dann der Boss Rush auch irgendwie voll mit Champions ist? Magician, oh.
Ich nehme Magician mit für den Boss Rush. Auf Babylon, ey. Oh, dann sind wir aber richtig low wieder. Aber es wäre so schön. Ja, 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 ist ja gut, ist ja gut. Okay, Magician. Und, Damage. Alright, was geht hier ab? Okay, Poison Tears. Was ist das denn? Suplex. Was hatten wir letztens unlocked, ne? So ein Wrestling-Gürtel, das sieht ja nice aus. Isaac dashes in the direction he moves. Dashing into an enemy or boss, picks it up and slams it onto the into the ground. Slam deals damage and spawns rock waves based on Isaac's size. Okay, wir sind schon ein bisschen größer. You are invincible during the dash. Okay, warte mal, ist das ein Active Item? Das klingt so, ne? Ja, da oben die Batterie. Oh, nee. Oh, ich würde es ja super gerne ausprobieren, aber jetzt... Ich will natürlich nicht die Box of Friends dafür aufgeben, ne? Dann nehme ich lieber Poison Tears noch on top. Ach nee, das ist gar nicht, was gebe ich da überhaupt? Das ist ja Virgo. Taking damage can make me temporarily invincible. Und Depression. Aha. Isaac's Tears, ja. Ist das, wenn wir Brimstone haben, sind das denn Brimstones? Oh Gott, was ist hier los? Das ist ja voll complicated. Ich glaube, ich würde trotzdem Virgo nehmen. Das ist halt ein bisschen Invincibility, ne? Alles nicht so geil. Das würde ich halt super gerne nehmen, aber ich brauche ja die Box of Friends. Es hat halt auch eine Quality 2, also irgendwie scheint das auch wirklich nicht so geil zu sein. Es sind nur Quality 2 und 1 Items hier. Egal, dann nehme ich Virgo. Ich nehme Virgo. Benutze einmal meine Bres hier, den Magician, Virgo und rein jetzt hier. Jetzt geht's ab. Oh ja. Oh, schaut doch nur. Schaut doch nur. Da ist die Invincibility. Oh ja. Das wird ein Boss Rush, ey. Aber wir brauchen HP. Wo seid ihr denn? Oh, Stain. Mach jetzt nicht diesen. Ich dachte gerade, ich habe meine Full-Karte vergessen, aber die liegt im Bossraum, ne? Also bei Mom's Foot. Alles cool. Lodi Mahodi. Ja. Yeah. Ja, noch eine Runde. Yo. Ja, von Wave zu. Also jede zweite Wave werden wir auf jeden Fall um einiges stärker. Weil wir dann immer mehr Bres dazu bekommen. Okay. Ja. Oh, ist das schön. Mhm. Ja, so kann ich arbeiten. Nicht zu cocky werden, aber, ne? Oh. Guckt euch das mal an hier. Geil. Yo, halt's Maul da oben. Ich sag ja, Lilith und Bossrush, ne? Das ist so geil. La 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 la. Oh, das war's gleich aber auch schon. Und dann sind wir wieder kurz vor tot. So, fertig. Immaculate Conception. Ach, das ist das Item, unser Start-Item, ne? Schon wieder, was ist es denn mit diesen Bomben-Items? Die braucht doch kein Mensch. Wie viele sind es denn? Ist das abgefahren? Ja! Achso, das ist sogar noch die... Oh. Gut, dann gehen wir jetzt mal schön sterben, ne? So machen wir das. War hier noch irgendwas, was ich haben will? Ich gehe nochmal... Ne, Shop brauche ich nicht. 9 Euro. In Challenge Room? Oh ne, komm, scheiß drauf. Wir gehen einfach rein. Zwei Herzen. Zwei kleine Herzen. Oh. Muss doch immer mal möglich sein mit Lilith hier. Ne? Oh ne, die sind doch auch so anstrengend. Oh, durchgemogelt. Easy peasy.
Ah, ich dachte, ich habe geschossen. Mein Kopf hat gejuckt. So. Ja. Das läuft, ey. Das läuft. Dark Bomb. Ich hab vergessen, dass wir dich haben, ey. Sprengung. Meh. Daki, Mabaki, Tapaki, Lakaki. Yo, drei Herzi, Merzis. Ach so. Super Secret Room. Das ist ja auch nochmal ein halbes Herz, ne? Okay, jetzt haben wir 3,5 Herzi, Merzis. Oh, die Musik hier rockt wie eh und je. Ich freue mich schon auf den Weg nach unten, ne? Die ganzen Item-Rooms. Oh mein Gott. Laprifakaki, ey. Das war doch auch so geil. Dann kommt noch da diese... Ja. Warum sieht das so scheiße aus? Habe ich alles versaut jetzt? Oh nein. Das war fast frech. Oh Mann, ey, ich weiß ja nicht, ob das jetzt geil war. Ich hab mich so gefreut gerade. Wir brauchen unbedingt noch irgendwie... Oh, egal. Irgendein Item, was uns häufiger Charges gibt und so. Ich meine, ja, wir haben die Jumper Cables, aber in dem Beast Fight, doch, das könnte klappen, ne? Das könnte klappen, weil da haben wir ja Leute, die die Pestilenz oder so, der spawnt ja unendlich Fliegen. Ich glaube, wenn wir die Fliegen killen, dann kriegen wir halt auch... Also es zählt dann für die Charges, ne? Das ist doch eine Frechheit hier. Glaube. Oh Mann, ey, das ist nicht so cool. Ich weiß nicht, ich kann nicht einschätzen, ob das cool ist oder nicht. Warum wird denn die Range da irgendwie so kacke gemacht mit Lucky Gönnung, ey? La, la, la. Keine Bomben, können wir uns nicht holen. Yo. Ah, ist das ungeil. Ja. Keine Bomben. Ja. Ich hab jetzt die Übersicht verloren, wie viel HP wir noch haben. Lass mich. Oh, ist das kacke. Was ist das für ein Drecks-Item? Laprifakaki, ey, was ist mit dir? Ha! Super Secret Room? Kacke. Oh. Oh, ich dachte gerade, ich habe die Trinkets vergessen. Aber brauche ich ja nicht, weil... Wir haben ja Tainted Lilith schon. Ich könnte jetzt meinen Brainmore hier reingeben, in der Hoffnung auf einen Crack-Key für irgendwas Cooles, aber scheiß drauf, ne? Scheiß drauf. Oh mein Gott, ey. Wie viel HP haben wir denn? Ich weiß es nicht. I spent it. It's gone. Just get over it. What do you mean? What do you mean it's gone? Alles, was ich weiß, ist, ich brauche Mutschokolade. Wir haben nämlich nur 3 Herzen. Things? Ja, wir leben. Also hier waren wir ja im Item, ne? Da haben wir ja Laprifakaki gekauft. Ja. Na, er lebt noch. Okay. Dann weg hier, weg hier. 3 Herzen, ey. 3. Wir brauchen mehr. Ah. Yeah. Nur kein Waper oder so, ne? Hier gibt's jetzt richtig eiskalt Full Heart Damage. Da hat keiner mehr Windeln für uns. Hier, was? Binden, also hier im Sinne, nein, was? Hier kommt, wenn man halt mit Handschuhen boxt, diese Bandagen. So, hier kämpft keiner mehr mit Bandagen. So, hier kämpfen sie nur noch mit Binden und Windeln, ey.
So, ab hier dürfte es jetzt langsam losgehen. Aber ich glaube, hier haben wir... Oh. Gut, eine Bombe. Mutter. Ey, ich bin richtig fokussiert gerade, ne? Ich habe Angst. Auch. Ich muss in die Zone. Ich muss in die Zone. Okay, mal checken. Hier haben wir es noch genommen. Ah. Ja. Jetzt hoffe ich tatsächlich schon auf einfach nur ein Stück normale HP-Ups oder so. Immer noch nicht. Ja, stimmt, wir hatten relativ früh, ne? Ich glaube, auf dem dritten Floor oder so hatten wir schon das Planetarium. Aber ein Double-Item müsste auf jeden Fall noch kommen. Jo, jo, jo. Ei. Oh, wir sind gleich RIP. Wir sind gleich sowas von RIP. Da war noch ein rotes Herz irgendwo. Mhm. Warum haben wir zwei Dark Bombs? Nein! Immaculate Conception hat uns einen zweiten Dark Bomb gegeben. Das ist halt nicht gut. Das ist nicht gut. Weil wenn die jetzt getrennt voneinander alles aufsammeln, dann brauchen halt immer anderthalb Herzen, um eins eine Chance für ein schwarzes Herz mir zu geben. Manchmal kommt da auch einfach nur Spinnen oder so. Aber jetzt habe ich hier zwei, die voneinander klauen können. Tot. Ist das gefährlich? Ja. Charge. Charge. Nein, das sind doch schon wieder die Arschlochgegner 3000 hier, oder was? Ah! Und es ist der größte Shit. Das ist nicht Balls of Steel. Schade, schade. Oh nein. Ha. Oh, sind die alle Schrauben? Okay, raus hier. Raus hier. Balls of Steel. Puberty, okay. Ich glaube, eine Puberty noch und dann haben wir ein HP up wenigstens. Also wirklich, das ist so ganz schlimm. Ja. Okay, zwei Hits. Ja. I believe. Ja, ja. Weg hier. Jetzt müssten aber die Dinger kommen, ne? Ne, Basement 2? Wir waren doch in diesen... Ach, sind wir... Ach ne, das war der letzte Run, wo wir gestorben sind, ne? Aber hier müsste jetzt... Noch ein Item. Achso, klar. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Ich kann nicht mehr denken, Mama. Ein Tinted Rock. Ein Tinted Rock. Nein. Big. Okay. Großer Raum. Nein. Diesen komischen, zusammengeklebten Menschen da, ey. Alles ist voll. Oh, Mann. Das ist geisteskrank. Wie können die denn so stark sein? Oh. Die werden uns wirklich single-handed, die werden die mich umbringen hier. Das ist krank. Oh, alle Herzen verloren. My God. Mhm. Herzen. Health up. Immerhin. Ha.
Meine Hände sind so schwitzig, ne? Nicht schon wieder. Bitte. Sei nicht so. Ist wirklich der Wahnsinn. Es ist einfach der Wahnsinn. Wo ist mein Item? Bitte. Ja. Krally Spacey. Mit nichts als Scheiße drin. Schade. Boah, ey, also aktuell würde ich ja nicht mal. Ich glaube, wir überleben nicht mal Dogma. Wir brauchen jetzt hier Banger-Items. Und Tinted Rock ist auch gut. Oh ja, ne, bitte nur einer. Ja. Und? Jacob's Ladder. Ich glaube, das funktioniert mit Brimstone, oder? Oh, ja. Okay, das könnte noch mal cool werden jetzt hier. Oh my god. Zumindest sieht jetzt cool aus. Ein Floor kommt noch, ne? Basement 1. Okay, spawnt nicht auf Stein. Das größte Problem ist halt aber auch einfach die Range jetzt, ne? Ah, dang it. 9 Lives! Oh no. Yo, da hat sich mein Wecker gemeldet und dann war mein Dings weg. Aber das ist halt richtig geil, was hier gerade passiert ist, ne? Wir haben jetzt 9 Lives gefunden, ey. Wir sind auch 2/3 Guppy. Vielleicht werden wir aus irgendwelchen Gründen noch Guppy. Vielleicht ist ja jetzt hier ein Guppy-Item drin. Es ist der Finger einfach. Naja, gut. Warte. Der scheint auch ein Familiar zu sein. Dann können wir den auch duplizieren, oder? Ja, immerhin. 10% von Isaacs Damage per Tick. Egal. Auf jeden Fall nehmen wir wieder auf. Das ist schön. Aber auch nichts verpasst. Ich hab's sofort gemerkt, zum Glück. Oh, ich dachte, das wäre ein Soul Heart. Boah, hab ich mich erschrocken. Oh, nee. Nee. Er füllt doch auch wieder den ganzen Raum mit Tränen hier, der Dreckdachs. Gut. Item Room haben wir. Weg hier, ey. Einfach nur weg hier, oder? Ja. Und dann müssen wir das jetzt halt schaffen mit 3 Hits und 10 Leben. Ich hoffe, 9 Lives triggert vor Blue Baby. Das wäre richtig cool. Das wäre echt cool, Mann. Oh, hätte ich das HP ab nicht, dann hätte ich mir jetzt nochmal 3 Soul Hearts gönnen können hier. The world. Damit. Kommen wir da hin? Achso. Eieieiei. Ich will ja nicht sagen, dass es nicht gut aussieht oder so, aber es sieht halt echt nicht gut aus, ne? Boah, dieses Petrifying, das hilft schon. Das hilft schon. Wollen wir mal, ne? Wollen wir mal. Achso, ich dachte gerade, was ist hier los? Aber ja, klar. Na klar, ich nehme auch hier schon mal Box of Boys hier. So, Doggy. Doggy Dogma. Doggy Dogma sind. Mutter. Ich sehe halt einfach gar nichts. Das ist ein Problem. Oh. Okay. Gut. So far, so good. Ich glaube, der Finger wurde doch nicht dupliziert, oder? Habe ich jetzt 2 Finger? Ui. Was ist das? Achso, er war gefrozen. Was geht jetzt? Ah, die Nummer. Oh, so frech, so frech. Bitte stirb einfach, ey. Tu mir den Gefallen. Ja, okay. Wir sind beim Biest angekommen.
Und jetzt haben wir Holy Metal, zumindest einmal, ne? Rein da. Ah, shit. Oh ja, wir haben ganz viele Soul Hearts dazu bekommen. Warum das denn? Ist das immer so? Hä? Was hat mich getroffen? Mutter, was hat mich getroffen? Spawn mal ein paar Arschlöcher, die ich killen kann, damit ich hier Charges bekomme. Ah, echt schwach, ey. Boah! Boah! Hören Sie auf. Gut, danke. Oh ja, Charges. Ja, stimmt, das sind ja auch noch einzelne Räume quasi. Ja, das ist gut. Dann sind wir beim Beast am Ende, wenn wir da hinkommen. Jetzt ist auf jeden Fall der Flylord hier. Gönn mal ein paar Leute, die ich töten darf. Ja, ein Charge noch. Weh. Oh, Gift. Achtung, Gift. Achtung, alles scheiße hier. Durch da, durch da. Ja. Okay. Oh, bitte. Dann haben wir schon mal 3 von den Blubberblasen hier. Oh, 4. Ja. Kommen Sie. Machen Sie es nicht so spannend. Aufhören. Ai, ja. Okay, Riff. Phase 2. Oh, ist das wunderschön. Oh, so, jetzt kommt Death. Nochmal die schwierigste Version, würde ich schon fast sagen. Oh nein, da habe ich den Charge für wasted. Gut. Lapri Fakaki, ey, hau rein. Lass ihn jetzt nicht gleich da mit den Dashes anfangen. Okay. Mach halt trotzdem. Ja, okay. Jetzt kommt Beast. Also Beast finde ich ja noch relativ einfach im Vergleich zu diesen Boys hier. Aber mal gucken. Ich habe nichts gesagt, ey. Ich will nichts gesagt haben. So, jetzt gibt's hier Damage auf die Olga. Wieso sehen wir überhaupt seine HP? War das schon immer so? Schon immer so? Nee. Er hatte doch gar keine HP-Bar. Hat er vor allem 2 verschiedene HP-Bars? Also 2 verschiedene Phasen? Oder ist das nur die eine? Weil wenn es nur die eine ist... Nee, okay. Da kommt er. Ey, da ist er. Ich will ja nicht anstiften oder so, ne? Aber das sieht fucking gut aus. Oh mein Gott. Ja! Oder was? C-Section. Woo! Oh, Happiness. C-Section, da ist er, ey. Oh, bin ich glücklich. Ja, schön. Dann haben wir jetzt schon echt ein paar coole Items am Start, ey. Haben wir C-Section geholt? Haben wir... wie heißt das noch? Rock Bottom? Damokles haben wir? Damokles? Das heißt, jetzt können wir auch mal schön wieder mal was mit dem Lost versuchen, oder? Weil, ne, es sind da auf jeden Fall schon mal 3 starke Items scheinbar mit drin. Also ich kenne weder Rock Bottom, noch kenne ich C-Section, von daher, ne? Aber ich freue mich drauf. Oh, das war spannend, ey, das war wirklich spannend. Geil. Ich schwitze. Gut, wir sind wieder am Ende angelangt. Wenn euch das gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumi-Maumi nach Obi-Dobi-Dari. Wari oder Wadi-Dadi? Ich muss Therapie machen, Mann. Oder kommt gerne auf Twitch vorbei, wenn ihr mal live dabei sein wollt. Gestern zum Beispiel war es zum Beispiel wieder beispielhaft. War geil. Bis zum nächsten Mal. Stay cozy. Tschüss.